Bands Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Herzlich willkommen, Hörerinnen und Hörer der ganzen Welt, zu Cobains Erben. Jawohl! Dies ist die dritte Folge. Also wir hören bald auf zu zählen, aber wir sind sozusagen noch so ein bisschen im Beginner-Modus. Ne? So, ja. Das ist ganz alles noch sehr frisch mit uns, alles noch sehr aufregend. Genau, und da kann man ruhig mal zählen. Und wir stellen ja zu Anfang 3 Folgen online. Hast du gesagt, ne? Also nach dieser Folge müsst ihr dann erstmal einen Monat warten. Aber also, die hier kriegt ihr direkt voll aufs Auge. Ja, genau. Hallo. Ja. Weil es so schön ist. Und ich bin mal gespannt, ob ich dann im nächsten Monat den Namen unseres Podcasts aussprechen kann. Musst du noch ein bisschen üben, ne? Cobains Erben. Ja, das war doch unfallfrei. Ja, hey, das war gut. Cobains Erben. Cobains Erben. Ich hab's auch ab und zu mal so zwischendrin auf der Straße geübt. Wirklich? Ja, ich weiß auch nicht. Cobains Erben. Ja, jetzt langsam rollt's. Das ist schön. Ach hier, ey, vorhin musste ich so lachen, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, ach, da kommt gerade mein Baum. Da bist du an deinem Baum vorbei. Hallo, guter Baum. Da habe ich gelacht, ey. Ja. Das war jetzt ein kleiner Insider für Hossa Talk-Hörer. Genau. Ja. Das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin noch so ganz, ich bin noch nicht wirklich in diesem neuen Format drinne, Gofi. Ich fremde tatsächlich auch noch ein bisschen, ja. Es ist ja gar nicht so anders als wie Hossa Talk, aber eben. Eigentlich müssen wir auch genau das machen, was wir sonst auch immer machen. Ja, ich weiß, aber so rein gefühlsmäßig habe ich immer das Gefühl, geht's jetzt gleich los? Machen wir noch Werbung? Sagen wir noch unsere Bankverbindung durch oder weißt du so? Nee, das kommt alles noch. Das kommt alles später. Wichtig ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr unsere Webseite findet, die heißt cobainserben.de und da, die sieht ganz anders aus als die Hossa Talk Seite. Jawohl. Total schön und schick und so weiter und so fort. Und da könnt ihr vorbeischauen, um weitere Informationen über uns zu erhalten. Es gibt ja möglicherweise auch Leute unter euch, die unseren anderen Podcast Hossa Talk gar nicht kennen. Die fragen sich jetzt die ganze Zeit, was ist dieses Hossa Talk? Genau. Nein, ihr seid wahrscheinlich einfach nur thematisch interessiert an diesem wunderbaren Thema. Wir sind hier ja sozusagen so eine Art, man könnte fast sagen Podcast-Feuilleton, ne? Ja. Sind wir ja quasi, ne? Ja. Und da kann ja auch sein, dass da gebildete Menschen vorbeikommen, die sagen, oh, das ist aber sehr, sehr spannend. Ja. Das wollen wir mal uns anhören. Ja, ganz genau. Bei Fernsehserien würde man uns ein jetzt habe ich den Begriff vergessen, nennen. Also wir sind kein Sequel. Ne? Ein Sequel ist ja sozusagen, wenn eine Fernsehserie, wenn es quasi weitergeht. So, ne? Ja, also, ja. Aber wir sind quasi eine neue Schöpfung. Also Hossa Talk geht nicht weiter, sondern es wird ein Ableger davon gebaut. Und das stimmt. Der ist eigenständig. Der hat zwar die gleichen Charaktere oder ähnliche oder Teile von den Charakteren der alten Fernsehserie, aber er ist eigenständig und neu sozusagen. Genau, also das hier ist jetzt sozusagen Better Call Saul. Ne? Richtig, ja, genau. Das ist hier nicht mehr Breaking Bad, das ist jetzt hier Better Call Saul. Ganz genau, jetzt, du hast es mal wieder perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, und mir fällt der Fachbegriff immer noch nicht ein, es ärgert mich wie die Sau, aber das kommt Spin-off, noch. Spin-off, ein Spin-off. Das war's, ein Spin-off. Das war's, oder? Genau. Wir sind das ein Spin-off. Das ist ein Spin-off, genau, ja. Richtig. Ja. Gofi und Jay machen ein Spin-off von Gofi und Jay. Genau, so. Ja. Heute haben wir ein wirklich ziemlich spannendes und sehr aktuelles Thema. Jawohl. Über das wir uns noch gar nicht so ausgetauscht haben. Und das könnte die ein oder andere Klippe, könnte da auf uns warten, ne? Genau. Ich habe das genannt, der neue säkulare Pietismus. Genau, jetzt und was das ist, muss man natürlich erklären. Genau, was heißt säkular und was heißt Pietismus? Ja, also dieses Thema, also es gibt verschiedene Nesseln, die man sich reinsetzen kann. Es geht eigentlich um das Thema Political Correctness. Genau. Was ja eigentlich ein Hassbegriff ist für alles, was mehr so rechts der Mitte steht, politisch gesehen. Ja.
Also wenn irgendjemand sich dann so in die Richtung, also mit diesem Thema befasst in letzter Zeit, sehr stark, sehr öffentlich, dann ist es meistens so eine krasse Abwehr gegen die sogenannte Political Correctness, ne? Genau. Weil es irgendwie als so eine Art Vorschrift und so eine Art Dogmatik sozusagen, glaube ich, so eine Superdogmatik empfunden wird, an diese, nach der sich jetzt alle richten müssen. Und auch als eine Art Zensur empfunden wird. Ne? Also genau. Sprich, man muss alles, was man von sich gibt, schon quasi innerlich zensieren, ob das der PC, also der Political Correctness, entspricht. Mhm. Ansonsten kommen andere und zensieren ein. Ne? Genau. Und sagen, das darf man nicht und da hast du und du hast nicht genug gegendert und was weiß ich was. Genau. Und das regen sich quasi gerade eher rechtsorientierte Menschen sehr auf. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden, ne? Ja, richtig. Wir wollen vor allen Dingen darüber reden, was das für Auswirkungen auf die Kunst- und Kulturszene hat. Genau. Und das ist ja, das, also gut, um das Problem noch mal ganz kurz zu veranschaulichen. Aber erst noch mal, warum säkular und warum Pietismus? Was, ach so, okay. Was ja, meinst gut. du damit? Für die Menschen, die nicht aus dieser Welt kommen, wo diese Worte geläufig sind. Okay, ich schilder das Problem und dann kann ich erklären, warum ich diese beiden Worte dafür verwende. Das Problem ist, dass in den letzten Jahren eigentlich und in den letzten Wochen und Monaten immer heftiger sozusagen die Kunstszene und die Kulturszene tatsächlich, ja, also zensiert wird, aber nicht zensiert von sozusagen von so einer politischen Stelle oder so einer Machtposition, sondern mehr so von den Leuten. Mhm. Die Leute sagen, so etwas kann man nicht zeigen, so etwas, so eine Straße darf so nicht heißen, dieses Standbild, dieses Denkmal darf hier nicht stehen. So. Mhm. Das hat schon vor einigen Jahren, habe ich schon gerade gesagt, begonnen, als dann gesagt wurde, zum Beispiel, die Bilder von dem und den Maler müssen abgehängt werden, der war pädophil. Ja, ja. Und dann hat der Maler möglicherweise auch noch junge Mädchen gemalt. Und dann hat man irgendwann rausgefunden, dass er da auch ein gewisses sexuelles Interesse irgendwie hatte. Ja. Aber vorher waren das Meisterwerke. Mhm. Und plötzlich waren das Zeugnisse eines pädophilen Arschloches. Genau. Und dann mussten die Bilder abgehängt werden. Ja. Oder neulich ist es gerade erst passiert, dass die österreichische Kabarettistin, ich habe ihren Namen vergessen, die ziemlich scharf ist und die Rassismus, Antisemitismus und so aufs Korn nimmt. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade spontan an, sonst hätte ich den Namen rausgesucht. Aber die wollte bei einem Hamburger Literaturfest, sollte die als Debütantin ihres Buches lesen. Ja. Und dann, das ist erst ein paar Wochen her. Und dann gab es einen Sturm der Entrüstung aus der linken, politisch linken Szene, ja, die gesagt haben, die darf hier nicht lesen. Ja. Dann wurde die ausgeladen. Ja. Und dann wurde die aber wieder eingeladen und es war alles sehr peinlich. Und dann wurde so gesagt, nö, jetzt komme ich nicht mehr. Ja. Also das ist so ein ganz typisches Beispiel. Ne? Ja, ja. Oder eben bei der ganzen Rassismusdiskussion, die hochkam, wurde plötzlich gesagt, diese und jene Denkmäler dürfen hier nicht mehr stehen. Das waren Sklavenhalter. Genau. Genau. Und die Denkmäler müssen weg. Und der Kolonialismus ist schon immer scheiße gewesen, wissen wir ja. Aber jetzt machen wir mal ernst und wir ändern auch die Straßennamen von alten, ja, Kolonialisten wie Bismarck oder so. Ja. So, und warum habe ich das säkularer Pietismus genannt? Weil du und ich, wir haben so einen christlich-konservativen Background irgendwie. Und da, wo wir herkommen, da spielte diese Rolle der Zensoren, spielten die Pietisten sozusagen. Ja. Also die Pietisten, die Hardcore-frommen Leute, die haben gesagt, hör dir diese Musik nicht an, lies dir dieses Buch nicht durch, guck dir diesen Film nicht an. Genau. Was? Diese Musik hörst du? Weißt du nicht, was der Typ mal gemacht hat oder was der mal, ja, gesagt hat oder, ja, wie der auftritt oder so? Das darf man nicht. Genau. Und das kommt mir jetzt so, also ich erkenne da was wieder, so, ne? Ich erkenne da was wieder, das aber überhaupt nichts Religiöses ist, ne? Aber das mit einem ganz ähnlichen Furor sozusagen zu Werke geht. Ganz genau. Und deswegen. Und ich habe damit mein Problem. Ja. Deswegen säkular, weil säkular bedeutet ja weltlich, für die, die es nicht wissen, genau, so. Ja. Also sprich,
Und ich erinnere mich da in meiner Jugend dran, da gab es ganz viele, keine Ahnung, Musiken, Bands, die auf irgendwelchen schwarzen Listen stand, weil sie satanisch oder okkult oder sowas war, eben aus dieser frommen Ecke herkommt, wo irgendwie klar war, das darf man nicht, damit sollte man sich nicht beschäftigen. So nach dem Motto, das macht unrein, sage ich jetzt mal. Genau. So, ne? Quasi. So ausgedrückt. Und ich finde schon auch, da hast du recht, das hat ähnliche Züge gerade. Es gibt's auch in. Ich finde das strukturell total gleich eigentlich. Ja. Gibt's auch. Neulich hatte ich irgendwo gelesen, dass man Michael Jackson nicht mehr hören darf. Ja. Ja, klar. Genau. Wegen Neverland und allem drum und dran. Genau. Und das Gleiche hast du auch in der Filmszene, keine Ahnung, Roman Polanski, der wohl auch einen Kindesmissbrauch-Skandal hat, oder Kevin Spacey, ne? Genau. Kevin Spacey-Filme oder Serien darf man eigentlich nicht mehr gucken. Er wird bei Netflix rausgeschmissen, bei House of Cards rausgeschmissen, eben weil es diesen Skandal gab, dass er jemanden vergewaltigt hat und so. Ne? Also es kam in der ganzen MeToo, infolge der ganzen MeToo-Geschichte heraus. Und auch nicht nur diesen einen, sondern da gab es dann mehrere Fälle und so weiter. Woody Allen, auch ähnliches Beispiel sozusagen, der ja seine Frau verlassen hat mit seiner Stieftochter oder Adoptivtochter so. Genau, also und die, also ja, und es ist irgendwie entscheidet anscheinend die moralische Disposition eines Künstlers über seine Kunst. Ja, ob man die Kunst genießen darf. Genau, ob man die Kunst genießen darf, aber auch, ob sie sozusagen per se akzeptabel ist oder nicht. Genau. Finde ich, oder? Ja, und das bringt mich, uns in irgendwie eine schwierige Lage, weil wir sind jetzt politisch gesehen, gehören wir eben nicht zum neurechten Spektrum. Nee, gar nicht. Wir hatten bisher noch nie ein Problem mit Political Correctness. Wir haben bisher immer gefunden, dass es vollkommen normal ist, fair und nett zu Menschen zu sein, ne? Ja. Dass man Frauen nicht diskriminiert, dass man eben gegen Rassismus aufbegehrt, dass man meinetwegen auch die eigenen rassistischen Einstellungen entlarvt und sich davon abwendet. Das finden wir alles vollkommen normal und richtig. Ja. Ja. Das Problem ist nur, dass jetzt ich allmählich das Gefühl habe, das schlägt komplett überschreitet jede Grenze eigentlich. Ja, ne? Ja. Die Frage ist, die sich jetzt stellt, ist das Kunstwerk sozusagen kontaminiert, weil die Künstlerin oder der Künstler irgendetwas getan hat, was nicht okay ist? Ja, genau, das ist die Frage. Oder das ist sozusagen ja das, wie man damit umgeht. Ich meine, man kann es noch mal einen Schritt zurück machen, weil da ist es dann auch tatsächlich, finde ich, nicht so pietistisch. Also meinetwegen Leute, die in diese Richtung argumentieren, wie, keine Ahnung, das und das kann man nicht mehr anschauen oder nicht mehr anhören, weil der Künstler hat ja das und das. Die argumentieren ja nicht, da geht es nicht um rein oder unrein, wie es damals im Pietismus war, oh, du verunreinigst dich sozusagen, wenn du die falsche Musik hörst, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass es darum geht, es wird gefordert, dass man nicht, dadurch, dass man eine Kunst genießt, eine Musik hört, einen Film anschaut, ein Kunstwerk, ein Bild bestaunt, dass man damit sozusagen nicht unterstützt, wofür ein Künstler steht oder was er mit seinem Leben ausdrückt. So, also es geht nicht um Reinheit und Unreinheit sozusagen, sondern es geht um, man kann das nicht unterstützen, man darf das nicht unterstützen. Deswegen müssen die Denkmäler von den Kolonialisten, die müssen umgestürzt werden. Ja. Um deutlich zu machen, man ist dagegen. Man ist gegen das, wofür dieser Mensch steht oder gestanden hat. Da ist natürlich meine erste Frage, naja, aber der steht doch nicht nur dafür. Also meinetwegen, wenn jemand ein Pädophiler ist,
und ein Künstler, also jetzt mal echt das krasse Beispiel, ist doch nicht, also es sei denn, das zieht sich durch sein gesamtes Kunstwerk und da werden gequälte Kinder abgebildet. Aber in der Regel ist ein Mensch doch mehr als ein Thema oder eine Frage oder eine Disposition oder von mir aus auch eine Sünde oder eine Deformierung. Also das stimmt doch nicht. Also erklär doch bitte nochmal den Reinheitsgedanken im Pietismus. Okay, ja, der Denn ich habe den Verdacht, ich sag's gleich, ich habe den Verdacht, dass es sich hier auch um ein Problem der Reinheit oder Unreinheit handelt. Nur auf einer anderen Ebene. Aber wie würdest du das vom Pietismus her? Naja, also sehen? So wie du das auch vorhin ja beschrieben hast, wie wir das aus unserer Jugend quasi kennen, dass da Leute sagen, bestimmte Kunst darf man nicht hören, weil die, keine Ahnung, satanische Texte haben oder so. Oder gotteslästerliche Texte oder sowas. Das war dann oft das Ding. Oder Marxisten sind oder irgendwie sowas. Daraus wurde gefolgert, dass wenn du dich mit dieser Art von Kunst beschäftigst, dass sich das auf deinen Charakter auswirkt, auf dein Leben, auf das, also nicht nach dem Motto, du stimmst da mit demjenigen zu, sondern diese Kunst kriegt dann, und deswegen ist es so schwer zu erklären, weil das eben spirituell gedacht ist, die kriegt eine Macht über dich, die dich verunreinigt, sodass du quasi nicht mehr, also jetzt christlich gesprochen, da kommt's ja, so kommt dieser Gedanke ja her, sodass du nicht mehr einfach zu Gott kommen könntest, weil du bist besudelt, so als ob jemand dich mit Dreck beworfen hätte. Also du hörst diesen Song, in dem es heißt, I love you Satan, I love you Satan, und währenddessen wirst du mit Dreck beschmissen und dann kannst du, deswegen rein und unrein, und dann kannst du nicht mehr einfach zu Gott gehen. Weil du bist ja mit diesem I love you Satan Dreck beworfen worden, sag ich jetzt mal platt. Also das ist der Versuch, das Bild. Und der haftet dir jetzt an, dieser Dreck. Der macht dich jetzt also unrein und genau. Ja. Und jetzt kannst du nicht mehr rein sein. Jetzt kannst du nicht mehr ein reines spirituelles Wesen sein, sozusagen. Genau, also der macht dich schmuddelig. Klar, das kann man dann in der christlichen Theorie auch wieder loswerden, indem man seine Sünde bekennt und sie lässt und so. Mhm. Aber vom Gedanken her wäre es unmöglich, oder damals war die Vorstellung unmöglich, dass ich mir hier eine CD von Black Sabbath anhöre und währenddessen Jesus Christus lobe. Ja, so, genau. Also innerlich. Ja. Das wäre nicht, das würde nicht gehen, weil, also in dieser Vorstellung, weil diese okkulte, satansverherrlichende Musik ja sozusagen die ganze Zeit mit Dreck wirft, quasi in diesem Bild gesprochen. Ja. Und du kannst jetzt währenddessen nicht einfach so tun, als sei das nicht so. Sondern jetzt wirst du halt mit Dreck beworfen. Genau, also die Gleichzeitigkeit des einen und des anderen, die war unmöglich. Genau. Also man konnte nur entweder das eine oder das andere tun. Mhm. Man konnte sich wieder reinigen, dadurch, dass man sich also Vergebung hat zusprechen lassen. Genau. Aber das hat dann nach sich, also als Konsequenz hatte das zur Folge, dass man das dann auch sein gelassen hat. Man durfte dann diese Musik nicht mehr, oder man darf diese Musik dann nicht mehr hören, denn sonst wird man ja wieder verunreinigt. Also man muss dann eben sich auch reinhalten von all diesen Dingen. Sorry, wieso lachst du jetzt so? Mir fällt gerade eine Geschichte ein, wie wir damals so als Jugendliche, damals kam gerade From Dusk Till Dawn ins Kino, ne? Tarantino und Rodriguez. Dieser unglaublich brutale oder splatterhafte Vampir-Gangster-Film. Ja. Irgendwie, also wirklich ein Meisterwerk. Großartig. Ein grandioser Scheiß. Großartiger Scheiß, genau. Grandioser Scheiß. So, aber das war natürlich damals, also in diesen Kreisen, in diesen pietistischen Kreisen war irgendwie klar, sowas darf man nicht gucken. Und ein Freund von mir, und wir wollten das aber gucken, weil wir waren jung und wir wollten irgendwie den geilen Tarantino-Scheiß gucken, ja. Und ein Freund von mir, der kam dann irgendwie auf die Idee und hat gesagt, du weißt, ich guck mir den an und stell mich davor einfach unter das Blut Jesu. Ja, wirklich. Und dann ist er quasi ins Kino und hat dann innerlich gebetet, Herr, ich stelle mich jetzt unter dein Blut, schütze mich,
quasi ja. wieder in dem Bild gesprochen, vor dem Dreck, der da angeflogen kommt. Und dann hat er sich das angeguckt und fand das auch ganz toll und dachte dann, ja, jetzt, und ich weiß nicht, ob er danach dann, um sicher zu gehen, auch noch um Vergebung gebetet hat, keine Ahnung. Aber da muss ich eh so dran denken. Das ist dann halt so der Teenager-Trick. Um genau. dann diese Regel zu umgehen irgendwie. Genau, der religiöse Mensch findet dann schon irgendwie Wege, wie er doch auch noch Spaß haben kann. Ja, ne? Genau, oder? genau. Kann man sagen. Ja. Aber das meinte rein und unrein, also so, ne? Und du hast jetzt, also wir wollen jetzt ja aber gar nicht über diese ganze Wir sind mitten im Thema und das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich behaupte, das ist total parallel gelagert sozusagen. Es geht auch bei dieser eigentlich ganz nicht religiösen Geschichte um Reinheit und um Unreinheit einer Gesellschaft. Davon bin ich fest überzeugt. Erklär mal. Ja, zum Beispiel, Deutschland muss sich seiner kolonialistischen Vergangenheit gewahr werden, ja? Mhm. Das Unrecht muss eingestanden werden. Es ist ja Unrecht geschehen, mhm. also kleiner Disclaimer, sofort, natürlich, der Völkermord an den, wann ist die Herero und die, ich habe vergessen, ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts, all die fürchterlichen Dinge, die für Gott, Kaiser und Vaterland geschehen sind und so, das war grotesk, schrecklich, ja. Vollkommen, gar keine Frage. Aber die Forderung ist, Deutschland muss sich dessen gewahr werden, Deutschland muss sich zu seiner Schuld bekennen, alles noch vollkommen okay. Und deshalb müssen jetzt Straßennamen umbenannt werden. Ja. Es darf nicht mehr zu Ehren von irgendwelchen Kolonialherren irgendwelche Denkmäler geben, irgendwelche Straßennamen geben oder so. Also, wir müssen das jetzt ändern. Also wir müssen jetzt uns sozusagen abkehren davon. Dann könnte man fragen, ja, warum denn? Also keine Bismarckstraße. Keine Bismarckstraße. Genau. Ja. Genau. Dann könnte man sagen, aber das stimmt, es war schlimm, aber es ist doch Teil unserer Geschichte. Ja, aber jetzt muss das hier muss, also Tabula Rasa, hier muss alles wieder neu gemacht werden. Wir müssen uns trennen davon und wir müssen das auch deutlich zeigen, dass wir uns trennen. Wir müssen dafür Zeichen finden. Ich glaube, dahinter steckt ein Reinheitsgedanke. Das, wenn du das so sagst, stimmt. Also so habe ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich dachte immer, es geht um quasi um den Akt, der verurteilt wird, so, und das soll deutlich gemacht werden durch eine Straßennamenänderung, dadurch, dass, keine Ahnung, irgendein Künstler keine Platten mehr verkaufen kann oder so. Aber vielleicht hast du recht. Ein Reinheitsgedanke, der sozusagen, dass man sich von der Besudelung trennt. Ja, dass man sich von der Besudelung trennt. Ich sage nicht, dass das nicht kompliziert wäre. In Marburg gibt es ein ganz tolles Beispiel. Da gibt es einen Streit. Es gibt ein Denkmal für eine Gebirgsjägereinheit ja. oder so. Hier in einem Park. Die war beteiligt an einem Massaker. Mhm. Ich glaube im Ersten Weltkrieg. Bin mir nicht ganz sicher. Und die AfDler haben gesagt, das Denkmal sieht scheiße aus und wir müssen unsere gefallenen Kameraden ehren oder so. Mhm. Und das Stadtparlament hat gesagt, ihr seid ja wohl komplett im Arsch, also solche Leute ehren wir hier nicht. Ne? Mhm. Marburg ist eine linke Stadt, mhm. Gott sei Dank. Ich bin mhm. super froh darüber. Mhm. Und dann gab es einen Streit hin und her und es ließ sich scheinbar politisch nicht durchsetzen, dass das Denkmal irgendwie abgeschafft wurde. Mhm. Aber dann hat die Mehrheit des Stadtparlamentes, also es sind dann die Linken, Grünen und die SPD, ne? Mhm. Die haben dann beschlossen, um das Denkmal herum einen Zaun der Verblendung aufzubauen. Wie? Also die haben das Denkmal verblendet. Die haben da drum einen Zaun aufgestellt. Aha. Jetzt kann man das nicht mehr sehen. Obwohl, das ist ja immerhin kreativ. Also ich meine, das ist super kreativ. Also es ist ja auf seine Weise dann immerhin eine künstlerische Lösung. Also das finde ich eben auch. Ich finde auch. Also der Konflikt wird klar irgendwie. Mhm. Also man ist mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. So. Ja. Man will die weder leugnen, noch abstreiten, noch irgendwie wegbeamen oder so. Man will jetzt aber auch nicht irgendwelche Leute ehren, die diese Ehre nicht verdient haben, weil sie Verbrecher waren. Und da muss man halt irgendwie in diesem kulturellen Streit, muss man dann halt irgendwelche komischen Kompromisse finden. Ja. Die AfD ist nicht glücklich, aber der Rest des Parlaments ist glücklich zurzeit. Ja. Ne? Aber deutlich wird irgendwie, dass die Sache schon kompliziert ist. Also genau.
Und ich sage jetzt nicht irgendwie, Bismarckstraße umbenennen, ihr seid ja alle komplett bescheuert. Was ist denn so, ne? Ja. Das will ich damit nicht sagen. Ich finde nur, hier erkenne ich so einen Reinheits-, so einen gewissen Reinheitstick wieder, der mir aus der religiösen Szene bekannt ist und der mir in religiöser Hinsicht super unsympathisch ist. Ja, total auf den Sack. Und jetzt begegnet der mir in kultureller, künstlerischer Hinsicht und ich bin überfordert und denke, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, so wie ihr das gerade hier durchzieht. Ja, genau. Und das ist ja sozusagen auch der, das ist so ähnlich, wie wenn Menschen, die ihre Meinung äußern, die mir vielleicht nicht passt oder die ich nicht gut finde, wenn die niedergeschrien werden. Ja. So. Da denke ich immer, das ist doch, also ja, es ist Demokratie, dass da, also irgendjemand will seine Meinung sagen, meinetwegen, du hast eine Demonstration, irgendeine rechte Demonstration, die wollen ihre Meinung sagen. Ne? Ich erinnere mich an irgendwie in Frankfurt vor ein paar Jahren gab es hier auch so eine Pegida-Demonstration. Da war eine, die hieß mit Vornamen Heidi, sehr involviert, die sich sozusagen da stark machte für. Und die trafen sich dann auch immer, wann trafen die sich immer? Montags, ne? Irgendwie. Montags, ne? Und machten da eben auch ihre Pegida. Jeder Demo und ich war zufällig an einem Montag einkaufen und kam da vorbei und dann, und die Linken, die haben halt dann irgendwie irgendwie riesen Lautsprecher-PA-Anlagen aufgefahren und haben die ganze Zeit Heidi laufen lassen. Heidi, in einer ohrenbetäubenden Lautstärke, während die reale Heidi eben versuchte, ihren Pegida-Müll an den Mann zu bringen. So, ne? Und ich meine, das ist ja schon auf einer Weise auch kreativ und aber irgendwie finde ich es auch scheiße. Mhm. Also, wenn Demokratie bedeutet, der Lautere gewinnt, ist es irgendwie, finde ich, kein demokratischer Diskurs. So. Ja, das stimmt. Ne? Das also ich stehe überhaupt nicht auf die Pegida und auf diese Heidi schon mal gar nicht. Ganz furchtbar. Aber wenn ich sowas dann mitkriege, dass jemand quasi niedergebrüllt wird, dann denke ich, das ist doch die gleiche Masche. Also es ist doch die gleiche Masche, quasi mit einer Art von Gewalt, jetzt nicht einer körperlichen, aber mit einer Art von Gewalt, jemanden daran zu hindern, für das einzustehen, woran er glaubt oder was er wichtig findet, anstatt sich irgendwie in einer Art von Diskurs damit auseinanderzusetzen. Ja. Gut, ich finde, auf der Straße Demonstrationen gelten vielleicht noch andere Regeln. Darüber kann man ruhig streiten, ob es auf der Straße, ne, also da geht es ja auch um Lautstärke, um sich bemerkbar machen. Und da versuchen es die einen so und dann, und die anderen karren halt eine lautere Stereoanlage an. So, also da kann ich irgendwie gerade, darüber kann man von mir diskutieren. Ob das nicht sozusagen auch deutlich macht, nein, wir wollen euch nicht, raus mit euch und sowas. Aber grundsätzlich finde ich, das ist doch, also es ist doch nicht, man kann doch nicht den anderen negieren, sondern muss sich doch zumindest auch mit demjenigen auseinandersetzen. Also negieren meint dann halt, im Grunde ist das ja Zensur. Also du wirst zwar nicht öffentlich zensiert, aber wir spielen so laut Heidi, dass niemand dich hören kann. Das ist eine Art von Zensur irgendwie. Und das finde ich grundsätzlich echt schwierig, weil ich irgendwie denke, in einer pluralistischen Welt, in einem demokratischen Staat, auch wenn mir die Meinung nicht passt, muss doch jemand ausdrücken können, woran er glaubt, wofür er steht. Und dieses Recht würde ich ja auch für mich als Künstler fordern. Mhm. Also in diesem Fall bin ich dann ja auch, du ja auch, wir sind beides Künstler. Also wir sind davon noch nicht inhaltlich betroffen. Wir haben bisher noch keine, weiß ich nicht, so eine Art Kinderporno-Statue gebaut und die in irgendein Museum gestellt oder so. Aber grundsätzlich ist irgendwie das verbriefte Recht von Künstlern, dass sie frei sind in ihrer Meinungs-
Äußerung und ihre Gestaltungskraft irgendwie ist davon irgendwie betroffen. Ja. Also ja. Die, allein nur der Gedanke, dass es sein könnte, dass weil ich irgendeiner nicht genehmen politischen, moralischen, spirituellen irgendwas, Meinung genüge, könnte dann die Mehrheit kommen und sagen, den Scheiß wollen wir hier nicht mehr sehen. Das finde ich ein ganz bekacktes Gefühl. Also das, ich habe damit ein Problem. Und es ist ja eben noch nicht mal, also meinetwegen, dass dein Kunstwerk, wo du drauf schreibst, alle Juden sind Verbrecher. Mhm. Menschen sagen, nee, also sorry, das geht, das können wir nirgendwo hinhängen, so. Mhm. Sondern auch dein, wenn du eine Wiese mit Blumen und Wald malst, plötzlich niemand mehr aufhängt, weil du hast ja dieses eine Kunstwerk gemalt, auf dem steht, alle Juden sind Verbrecher. Ja. Und da bin ich jetzt bei der Kunst, sozusagen. Also ich kann schon verstehen, dass man sich von Ausdrücken trennt, wo man sagt, gut, und dann würde ich immer noch sagen, das sollte jeder für sich persönlich sehen. Also, aber ich kann, also selbst jetzt, also meinetwegen, wenn jetzt ein Kunstwerk den Holocaust leugnet, das ist ja quasi ein Verbrechen in Deutschland, ne? Da kann ich irgendwie verstehen, okay, Recht und Gesetz sagt, das geht hier nicht. Das, ja. Also dieses Kunstwerk ist verboten. So, verstehe ich. So. Ja. Ja. Aber dass damit automatisch alle Werke dieses Künstlers kontaminiert sind, das leuchtet mir nicht ein. Hm. Weil derjenige kann ein verdammt guter Künstler sein, ein verdammt guter Maler und, oder Musiker oder was weiß ich was. Und mir will es nicht in den Kopf, dass automatisch, nur weil du an irgendeinem Punkt die falsche Gesinnung hast und von mir aus auch wirklich eine ätzende Gesinnung hast, also etwas, was ich wirklich falsch finde, dass damit alles, was du in deinem Leben getan hast, nichtig ist. Das, oder nichts mehr wert ist. Oder dort kein künstlerischer Wert mehr drinne gewürdigt werden kann. Mhm. Also nicht mehr Gefallen finden kann. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich verstehe die Forderung, dass man sagt, ja, ich verstehe die andere Seite durchaus auch, die dann meinetwegen sagt, ja, aber wenn hier jemand ein Holocaust-Leugner ist, dann können wir dessen Kunst ja nicht fördern. So. Ja. Also fördern wir, wenn wir seine tolle Wiese irgendwo hinhängen und bestaunen, nicht gleichzeitig, dass er auf der anderen Seite den Holocaust leugnet? Fragezeichen. Mhm. Ich finde, die Frage darf man stellen und darüber müsste man reden. Darüber müsste zu reden sein. Ja. Was ich grundsätzlich ablehne, ist die Schlussfolgerung. Der leugnet den Holocaust und deswegen ist die wunderschöne Wiese, die er gemalt hat, Teufelswerk. Ja. Sorry, da steige ich aus. Ich finde, wenn eine Wiese eine tolle Wiese ist, dann ist es eine tolle Wiese. Und das ist nicht kontaminiert von, weil derjenige Nazi ist. Sorry. Mhm. Und ich meine, und auf der anderen Seite ist man dann ja auch ganz schnell, und jetzt schraube ich die Schraube noch mal ein bisschen höher, bei den Nazis, die Bücher verbrannt haben und Kunst verbrannt haben und eben von entarteter Kunst sprachen. So. Weil diese Künstler Juden waren oder weil sie Expressionisten waren, also eine bestimmte Kunstform vertreten haben, die der nationalsozialistischen Ideologie nicht entsprochen haben. Die haben ja gar nicht, also nur Sachen verbrannt, die, keine Ahnung, pro-kommunistisch waren oder pro-jüdisch, sondern einfach also Kunst von Menschen, die sozusagen nicht in ihr Reinheitsbild gepasst haben. So, und dann, ja. Und sorry, ich bin immer, wenn Bücher oder Kunst verbrannt wird, egal von wem, und ne, das ist ja manchmal dann eben jetzt nicht eine direkte Verbrennung, sondern nur eine symbolische. Mhm. Aber dann drehe ich innerlich durch. Dann denke ich, das ist nicht die Art, wie man mit Kunst umgeht. Sorry. Egal, wer der Künstler ist. Das macht man nicht. Das geht nicht. Ja. Finde ich. Also ist ja klar, dass gewisse Dinge wie volksverhetzende Inhalte oder meinetwegen auch
Ja gut, bei sexistischen Inhalten wird schon schwierig, weil das ist irgendwie nicht sozusagen gerichtsmäßig festzumachen, oder? Ich meine, die Popkultur ist voll von sexistischen Stereotypen. Da kann man nicht juristisch beikommen, sozusagen. Aber klar, wenn es jetzt zum Beispiel um Antisemitismus geht, wenn es um Kinderpornografie geht, wenn es um Hetze gegen irgendwelche anderen Volksgruppen geht oder sowas, dann ist klar, dass das eben auch nicht legal ist. Also das ist juristisch abgedeckt sozusagen. Genau. Da kann man dann einem Künstler beikommen und sagen, hier, das darfst du nicht. Ja. Wir haben Kunstfreiheit, aber das darfst du nicht. Ja. Aber es gibt ja eben auch diese Graubereiche. Ja, oder eben die Bereiche, wo das gesamte Werk eines Künstlers vernichtet wird, quasi, und sei es auch nur symbolisch, weil er eine Gesinnung hat, die Menschen für falsch halten, für unkorrekt, für weil er ein Sexist ist, weil er ein Rassist ist, weil er was weiß ich was da sein könnte heute. So. Und das finde ich schwierig. Ich finde, also jetzt, das klingt echt hart, ne? Aber wenn Adolf Hitler ein schönes Bild gemalt hat, dann hat er ein schönes Bild. Hat er Bild. Zum Glück nicht. Ja, genau. Aber nur mal wenn. Zum Glück war er ein scheiß Künstler. Genau, aber wenn. Aber er war ein Künstler, das ist wirklich. Ja, er war ein Künstler, genau. Aber wenn er ein schönes Bild gemalt hat, dann wäre das immer noch ein schönes Bild. Also ich bin da, also ich weiß, und das ist schwierig, weil Monster können keine schönen Bilder malen, aber das stimmt nicht. Monster können durchaus schöne Bilder malen. Und auch berührende Bilder und Dinge. Ich meine, und wenn du dir anguckst, die ganzen Künstler-Szenen, wenn du dich mit Klaus Kinski beschäftigst, ein Arschloch par excellence. Wirklich. Also, ich meine, das ist ja auch belustigend, aber und dazu eben tatsächlich auch wahrscheinlich jemand, der sein eigenes Kind missbraucht hat. Aber trotzdem ein Schauspieler, der auf seine Weise Unglaubliches auf die Leinwand gebracht hat. Also ich finde, man muss das trennen an irgendeinem Punkt. Mhm. Man kann nicht sagen, nur weil du was ganz Schlimmes getan hast, kann ich dich in allem, was du bist und getan hast, nicht mehr ernst nehmen. Ich finde das schwierig. Ist ja eigentlich nur eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die das macht, oder? Also, es ist jetzt nicht die ganze Gesellschaft. Okay, es hat manchmal so ausgesehen, neulich, als in England zum Beispiel die Statuen der Sklavenhalter umgerissen wurden oder so, da sah das so aus, als wäre das tatsächlich eine Art von Volksbewegung. Aber es ist nicht wirklich der Fall, oder? Also wie viele Leute kennst du, die sagen würden, die Musik von Michael Jackson darf man nicht hören, der hat Kinder missbraucht? Ja. Fallen einem nicht so viele ein. Ich habe es aber irgendwo mal gelesen in einem sozialen Netzwerk irgendwo. Irgendjemand hat das gesagt und hat, glaube ich, dafür auch Zustimmung geerntet, dass diese Musik darf man, nach allem, was wir jetzt wissen, darf man diese Musik nicht mehr hören. Ja. Ist aber nur eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die das sagen. Ein bestimmtes Milieu, oder nicht? Ja, aber das ist es ja irgendwie immer. Also eigentlich ist es unser Milieu, das es macht. Also heute gerade ist es unser Milieu. So. Ja. Bei den Nazis, die das auch gemacht haben, war es ein anderes Milieu, die das aus anderen Gründen gemacht haben, aber die dasselbe gemacht haben, finde ich. Also ohne zu sagen, jemand, der sagt, man darf Michael Jackson nicht mehr hören, ist genau dasselbe, was die Nazis gemacht haben. Das will ich nicht genau gleichsetzen. Und trotzdem. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Ja, das will ich ja nur sagen. Also ich will sagen, dafür gibt es durchaus in der gesamten Geschichte Vorbilder, dass Kunst verbrannt, geächtet, irgendwas wurde, weil der Künstler sozusagen nicht in irgendein Bild passte. Gut, und jetzt sage ich jetzt mal, ich finde es ja auch scheiße, dass Michael Jackson Kinder missbraucht hat, wahrscheinlich. Also ist ja nicht so, dass ich das jetzt gut heiße. Oder bei Klaus Kinski oder so. Finde ich furchtbar. Natürlich, ganz schrecklich.
Roman Polanski. Roman Polanski, jetzt um beim Film zu bleiben. Marlon Brando. Eigentlich kann man, wenn man einmal anfängt, hört man so schnell nicht wieder auf. Ne? Wie sie alle heißen. Ja, wie sie alle heißen. Gut, und dann ist aber der Sprung auch ganz schnell dazu, dass dann plötzlich die irgendwelche Künstlereliten, Kinder das Blut von Kindern angeblich trinken und man in der QAnon-Verschwörung steckt. So. Ja. Also auch da passieren dann ganz schnell Übertreibungen, finde ich, sozusagen. Na klar. Also meine Position, wenn ich ehrlich in mich schaue, ist, Kunst ist Kunst und ein Künstler ist ein Künstler. Und ja, die Kunst, die ein Künstler macht, ist nicht vollkommen frei von dem, was ein Künstler, wer ein Künstler ist und wofür er steht und wofür er sich engagiert und was er richtig und falsch findet oder was er tut oder getan hat. Ja, ist nicht ganz losgelöst davon zu sehen, aber es ist auch losgelöst davon zu sehen. Ich kann nicht jede Kunst immer nur unter der Brille der Sünde, und jetzt formuliere ich es ganz bewusst wieder quasi in der religiösen Sprache, weil nämlich rein und unrein. Ich kann nicht jedes Kunstwerk eines Künstlers unter der Brille seiner Sünde sehen. Das wird diesem Menschen nicht gerecht und es wird seiner Kunst nicht gerecht. Ja, es wird dem Werk nicht gerecht, das stimmt. Man könnte sagen, was kann das arme Werk dafür, dass sein Schöpfer so ein Arschloch ist? Genau. Da kann das ja auch nichts dafür, oder? Ja. Ich bin nämlich echt der Meinung, dass wenn ein Werk erstmal geschaffen worden ist, dann hat das ein Eigenleben. Ja. Das hat eine, wenn man so will, hat das eine eigene Individualität. Es wird häufig zurzeit wieder so gemacht, dass, oder was heißt wieder, ist wahrscheinlich immer so der Fall gewesen, dass man sofort fragt, wer hat das gemacht, warum hat die Person das gemacht, was will die Person damit sagen und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich eine falsche Herangehensweise an Kunstwerke. Eigentlich begegnet man einem Werk einfach nur als ein Ding an sich. Genau. Ohne, dass man darüber nachdenkt, wo kommt das her, wer hat das gemacht, warum hat er das gemacht oder so. Man begegnet diesem Werk und sagt, hallo, wer bist du denn? Das ist eigentlich die richtige Herangehensweise. Genau. Genau. Und dann spielt das überhaupt gar keine Rolle, wer das gemacht hat. Ja. Man kann vielleicht manchmal zum besseren Verständnis sich dann auch mit dem Hersteller, mit der Herstellerin dieses Werkes befassen, ne? Aber das ist überhaupt gar nicht notwendig. Und ich finde echt manchmal, ich kenne das aus einer anderen Perspektive nochmal. Ich habe zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, ja, für einen Verlag, der normalerweise mehr so schöne Dinge herausbringt. Ja. Ne? Also so schöne Bücher, so erbaulich, so hübsch halt. Ne? Und die Sachen, die ich mache, sind meistens gar nicht so hübsch. Die sind nur ein bisschen hübsch, aber nicht total hübsch. Die sind auch schon dirty. Die sind auch schon dirty, genau. Und das ist mir wichtig und so. Und dann habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, inwieweit nähere ich mich dem an, jetzt mit dem, was ich mache, was sozusagen die normalen Leserinnen und Leser dieses Verlages erwarten, ne, an Büchern, die der so macht. Und das, da kann man natürlich sagen, ja, das wäre gut, wenn du dich dem anpasst, weil dann verkauft sich das besser, das ist ja am Ende gut für dich. So. Ja. Aber ich habe irgendwann gefunden, das hat das Werk nicht verdient. Ja. Das Werk hat es verdient, dass es ernst genommen wird. Ne? Ja. Man muss auch aufs Rücksicht auf das Werk dann irgendwie gewisse Entscheidungen treffen. Ja. Weil das hat auch eine Individualität und man darf dem auch nicht wehtun. Ne? Ja. Und so meine ich das auch, wenn man dann also einem Kunstwerk gegenübersteht, was meinetwegen von einem gemeinen, sexistischen, kinderfressenden Arschloch hergestellt worden ist, dann hat das Kunstwerk immer noch das Recht, dass man das Werk einfach als Werk betrachtet und ihm so begegnet, als, ne? Und dann sich darüber Gedanken macht, dass man, also ich begrüße das Werk und sage, hallo, wer bist du, was willst du, was machst du hier so? Das ist ja quasi analog dazu, wie
wie Stephen King erklärt ja quasi, dass es zwei Arten von Autoren gibt. So, er sagt, die einen denken sich eine Geschichte aus, machen einen Plan, legen alles genau fest, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. So. So. Und dann gibt es die anderen Autoren, zu denen zählt er sich, die haben eine Idee. Was wäre, wenn das und das passieren würde? So. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken und fangen an, diese Geschichte zu schreiben. Und er vergleicht das dann wie mit einem Archäologen, der sozusagen diese Geschichte im Sand so mit einem Pinsel freilegt. Also, interessant. Also die Geschichte ist da, sagt er bei ihm. Also er entdeckt die. Während er sie schreibt, entdeckt er diese Geschichte. Er hat keinen Masterplan, wo das alles hinführt. So, dass er genau sich ausgedacht hätte, dann das, dann das, dann das. Sondern er fängt irgendwo an und dann legt er die Geschichte frei. Und das passt eben gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Also sprich, in seiner Vorstellung hat das Kunstwerk, was er schafft, das existiert unabhängig von ihm. Er war nur derjenige, der es freigelegt hat. Ja. Der es ausgegraben hat. Der es sozusagen zugänglich gemacht hat. Aber dieses Kunstwerk, das existiert. Also das hat, also, und das stimmt natürlich auch nicht ganz, weil natürlich ist er der Autor. Also das ist ja auch nur ein Bild, um eine Herangehensweise zu beschreiben. Ja, Aber von der Mentalität, finde ich, ist da was, also passt das zu dem, was du gerade sagtest? Das Kunstwerk ist erstmal auch einfach nur ein Kunstwerk. Und da und der Künstler sollte sich nicht zu wichtig nehmen, dass er dieses Kunstwerk geschaffen hat. Ja, und der Betrachter, die Betrachterin dürfen den Künstler auch nicht zu wichtig nehmen. Das ist nämlich auch, also die umgekehrte Seite gilt auch, weißt du? Ja. Man darf nicht immer alles auf die Künstler schieben. Sondern man hat es erstmal mit dem Werk zu tun. Ja. Das meine ich. Und das ist ja das, was du gerade sagtest. Ja, klar, ich hätte das alles viel schöner machen können, dass es besser ins Programm passt bei meinem Roman. Aber nein, das hat die Geschichte nicht verdient. Die Geschichte, genau. Die Geschichte hat Quick and Dirty verdient. Also die braucht einen gewissen Schmutz. Weil das diese Geschichte ist. So. Das Werk muss ja auch irgendwann mal alleine in der Welt klarkommen. Ja. Ja. Also, genau. Da kann ja nicht immer Mama, Papa nebenbei laufen und sagen, ich erkläre mal kurz allen Leuten, wie man nicht verstehen. Das geht ja nicht. Genau. Ne? Das Werk muss alleine in der Welt klarkommen. Aber das hat dann auch Rechte. Ja. Das hat dann auch den Recht, ernst genommen zu werden, finde ich. Ja, ganz genau. Und das ist ja auch sozusagen, ich meine, ich weiß, welcher Autor war das? Irgendein Autor wurde mal gefragt, nachdem es irgendeine super verhunzte Verfilmung seines Werks gab, wurde gesagt, sagen Sie mal, was sagen Sie denn dazu, dass Ihr großartiger Roman so zerstört wurde? Und er sagt, wieso zerstört? Ja, dieser Film ist doch unmöglich. Die haben doch überhaupt nicht begriffen, worum es ihnen ging. Da sagte ich, ja, aber wieso mein Roman zerstört? Und dreht sich um in sein Regal, zieht sein Buch raus und sagt, hier ist es doch noch. Ja. Ja. Und das stimmt ja auch. Also, das Ding existiert ja einfach, egal ob da jemand einen beschissenen Film daraus macht oder ob jemand einen grandiosen Film daraus macht. Das Buch existiert weiter. Der Song, keine Ahnung, All Along the Watchtower, den Dylan geschrieben hat, existiert in seiner Fassung. Ja, und Jimi Hendrix hat das Ding veredelt, muss man einfach sagen. Der hat die Nummer dann so gemacht, und dann sagt Dylan selber, ja, also wahrscheinlich war sie so gemeint gewesen, wie Hendrix sie gespielt hat. Ey, oder pass mal auf, denk mal an Helter Skelter. Ja. Ja, genau. Das hat doch die Manson-Bande genau. Sozusagen gekapert, ja, oder? Genau. Ja, genau. Charles Manson. Auf einmal war der Song böse. Genau. Ja. Und da weiß ich noch ganz genau, das Album von U2, Rattle and Hum, genau. Kannst du dich noch daran erinnern? Natürlich.
wo die das covern und sagen, Manson hat das Lied geklaut, wir klauen es zurück. Genau. Und dann haben sie es gespielt. Geil, oder? Ja, total geil. Total geil. Total geil. Also sprich, das, was man nicht mehr spielen durfte, haben sie dann gespielt, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass man einem Wahnsinnigen diesen Song überlässt. Genau. Und genauso könnte man auch, also jetzt mal frech argumentieren und sagen, einem wahnsinnigen Idioten, Rassisten, Kinderschänder, was auch immer, man kann seinem Kunstwerk nicht antun, dass nur weil dieser Mensch es gemalt, gespielt, was weiß ich was hat, dass es deswegen nicht mehr genossen werden dürfte. Ja. Also, ne, so. Es kann natürlich sein, dass man vor einem Kunstwerk steht und vielleicht wurde das sogar noch gehypt, eine Zeit lang und so, und dann irgendwann stellt man fest, eigentlich ist es scheiße. Kann ja sein. Ja. Ne? Eigentlich tauchen da Dinge drin auf. Jetzt erkennen wir es. Das ist ja, das sind ja Abgründe, das ist ja fürchterlich, das ist ja scheiße. Okay. Das kann ja sein. Ja. Ja. Nur, und das ist nämlich, glaube ich, der Punkt, das sollte man dann doch den Betrachtern überlassen. Oder? Ja, und zumal dann beurteilt man dieses Kunstwerk. Meinetwegen, man sagt, boah, ja, genau. Okay, von mir aus mit der Information, dass der Typ ein Rassist ist, sehe ich das jetzt auch in diesem Bild. Ich höre es in diesem Reim, was mir vorher entgangen ist, weil mir nicht klar war, dass der Typ ein Rassist ist. So. Genau, also früher hat man bei diesen schwurbeligen Texten von Xavier Naidoo gedacht, Wahnsinn, ein poetisches Genie, ne? Bis man irgendwann gemerkt hat, dass der Typ wirklich am Rad dreht. Und dann hat man gedacht, oh, eigentlich war es von Anfang an scheiße. Ja, genau. Aber ich meine jetzt, man kann ihm ja viel wollen, aber zumindest es gibt eine Menge Texte, die sind relativ harmlos. So. Darf man diese. Sind sie auch gut? Sind sie so gut, wie man ihnen gemacht hat? Das weiß ich jetzt nicht. Das wäre jetzt nicht mein Thema. Er hat halt eine wahnsinnige Stimme. So. Also, das stimmt. Also, sprich, es könnte sein, dass seine Kunst nicht darin besteht, zu texten. Dazu kenne ich ihn zu wenig, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo er gerade auch als Texter echt gehypt worden ist, wo alle gesagt haben, das ist neue deutsche Lyrik. Ja, stimmt, und stimmt. Also wenn einer deutsche Texte schreiben kann, das war noch so relativ neu, ja, dass die deutschen Hip-Hopper plötzlich da waren und die deutschen Pop-Sänger und Soul, deutscher Dings und Bums. Und dann hat man halt gesagt, also das ist so die Benchmark irgendwie, ne? Ja. Also Xavier Naidoo ist so lyrisch die Benchmark. Heute sieht man das anders. Ja gut, heute sieht man es aber natürlich auch anders, weil er natürlich irgendwie in diesem ganzen Verschwörungssumpf drinne steckt. Was ich jetzt sagen wollte war, was seine texterischen Qualitäten sind, lyrischen Qualitäten sind, darüber müsste man gesondert diskutieren. So. Ich wollte nur sagen, es könnte sein, dass man sagt, es ist aber immer noch ein saugeiler Sänger. Ja, das stimmt. Und das ist er verdammt nochmal. Das ist ein saugeiler Sänger. Er ist verdammt gut. Er ist eine unglaublich geile Stimme. Ob man seine Musik mag oder nicht, es ist ein saugeiler Sänger. Und deswegen kann man manche Songs, die wirklich ganz ätzende Texte haben, vielleicht nicht mehr hören. Und bei anderen fragt man sich, ob die hörenswürdig sind, weil man genau diesen Gedanken hat, den du jetzt geäußert hast, dass das Geschwurbel, wo man früher dachte, das ist Lyrik, man jetzt denkt, das ist einfach nur Wahnsinn, so. Ja. Ja. Aber es ist immer noch ein saugeiler Sänger. Und ich, ja. Und ich weigere mich, also ganz ehrlich, ich weigere mich, ein Song wie 20.000 Meilen über Meer nicht mehr geil zu finden zu dürfen, nur weil der jetzt von der QAnon-Verschwörung redet. Mhm. Also, sorry, das ist doch absurd.
Das ist ein geiler Song. Also, und losgelöst, ob er als Texter das bringt, was man hineingelegt hat. Andere Diskussion. Aber allein einfach nur als Song, als Gesamtkunstwerk dieses Dings. Es ist ja noch nicht mal von ihm. Es ist ja Moses Pelham, ja. Und er singt das nur. Also, sorry, das ist ein geiler Song. Ja. Also, ich will damit sagen, es kann doch nicht wahr sein, dass nur weil du irgendeinen Blödsinn in deinem Leben hast, alles, was du machst, Schwachsinn ist. Und es stimmt doch auch nicht. Jetzt nimm doch mal so einen Roman wie hieß der Lolita-Autor? Nabokov. Ja? Ich meine, da geht es um einen Pädophilen. Und der ganze Roman handelt davon, dass es darum geht, wie er dieses Mädel flachlegen kann. So? Ich hab versucht, das zu lesen. Ja. Ist ein ganz gutes Beispiel. Ich bin der Literaturwissenschaftler und das gehört eigentlich zum literarischen Kanon, könnte man sagen. Wenn es sowas gibt wie einen Kanon, Lolita müsste ich eigentlich gelesen haben. Mhm. Ich habe es versucht, ich habe ein paar Anläufe gemacht. Ne? Aber durch die Diskussion über Pädophilie und so der letzten Jahre und so, möglicherweise, weil das... Also es war echt ein Angang. Ich habe es wieder weggelegt. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und dabei würde ich noch nicht mal behaupten, ich kann es sogar natürlich gar nicht behaupten, aber ich glaube einfach mal, dass die Fachleute, die bisher gesagt haben, das ist ein wirklich großartiger Roman, literarisch betrachtet, ich würde niemals sagen, die haben sich getäuscht. Es ist nur so, dass ich jetzt möglicherweise bei diesem Thema irgendwie ein bisschen stärker sensibilisiert bin. Ja. Und ich halte es einfach nicht aus. Und irgendwann denke ich mir, warum soll ich mir die Scheiße auch antun? Und legst du dann halt weg, ne? Eigentlich, aber es ist irgendwie so ein bisschen wie eine, es gehört eigentlich noch zu meiner Bucketlist sozusagen, ne? Also dieses Buch gelesen zu haben. Ich denke mir immer, ich müsste es eigentlich gelesen haben. Ich schaffe es einfach nicht. Gut, und ich meine, bei dem Buch ist die Anfrage ja sogar noch berechtigt, weil da geht es nun mal um dieses Thema. So, ne? Ja. Pädophilie im Grunde. Ja. So. Ja. Also, das mag ja literarisch grandios sein und alles Mögliche, aber immerhin geht es um dieses Thema. Also, da ist die Anfrage noch berechtigt. Aber wenn jetzt irgendeinen anderen Roman geschrieben hat, wo es um den 30-jährigen Krieg ging, meinetwegen, so. Ja. Und das Wort und keine kleinen Mädchen drinne vorkommen, so ist der dann damit auch auf der schwarzen Liste? Also wenn Lolita auf der schwarzen Liste wäre, ist es ja nicht. Also ich finde ja auch sozusagen, man muss auch über Abgründiges schreiben dürfen, ohne gleich auf irgendeiner schwarzen Liste zu landen. Also ich weiß auch nicht, also diese Political Correctness in der Kunst ist mir echt zuwider. Es ist mir, ehrlich gesagt, es ist mir echt zuwider. Das größte Problem, was ich damit habe, mit PC, ist, dass PC sozusagen der eigentlichen Betrachterin die Entscheidung abnimmt. Ganz genau. PC kommt vorbei wie die christliche Gouvernante und sagt, das musst du nicht lesen, das ist nicht gut für dich. Ja. Und dann legt man das zur Seite und sagt, wusste ich nicht, Entschuldigung, tut mir echt leid. Oder sogar, entschuldigt sich noch dafür. Oder sogar eben moralisch noch aufgeladener, das darfst du nicht lesen. Das darfst du nicht, der genau. Hat was das fällt und dir das. Ein? Ja. Ja. Ja, ganz genau, du hast vollkommen recht. Und diese Entmündigung, die finde ich wirklich scheiße. Ja. Und ich glaube, ich habe fast den Eindruck, dass die neue rechte Szene sich genau gegen diese Art des Entmündigens auch wehrt. Mhm. Und das ist, finde ich, ganz unsympathisch, weil ich mich da plötzlich in Begleitung von Leuten sehe, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ganz genau. Das ist wirklich ein Problem. Ja. Es ist für mich echt ein Problem. Aber dieses Übergriffige finde ich auch echt zum Kotzen. Ich kann damit nicht umgehen. Also genauso geht es mir auch. Also, ja. Also, und an der Stelle verstehe ich den Satz, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen.
Genau, da kommt er ja her. Genau, an der Stelle verstehe ich den aber auch, weil ich irgendwie tatsächlich denke, ja, also ja, man darf nicht alles sagen, ja, es gibt Grenzen, ja, stimmt, aber man wird auch Dinge, die, keine Ahnung, gesellschaftlich verpönt sind oder so, doch wohl auch mal sagen dürfen. Nein, und vor allen Dingen, man muss den Menschen auch eine gewisse Entscheidungsfähigkeit zutrauen. Ja. Und gut, ja, genau. Manchmal bin ich dann auch wieder nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt oder. Ja, manchmal denke ich wirklich, ich bin dazu optimistisch. Aber grundsätzlich mal finde ich, wir kommen in Teufels Küche, wenn wir anfangen, irgendwelchen Leuten zu erzählen, wie sie Dinge zu beurteilen haben und wie sie Dinge zu sehen haben. Das kann eine offene Gesellschaft nicht wollen. Ja. Offene Gesellschaft heißt eigentlich, dass wir auf die Mündigkeit der Menschen setzen. Genau. Ja. Das ist natürlich in Zeiten einer Pandemie auch wieder schwierig. Also wenn man auf die Mündigkeit von Menschen setzt, ne? Ja gut, du hast ja immer... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bilder eines Pädophilen gut finde, ne, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ich meine Kinder anstecke. Ja. Damit, ne? In Zeiten einer Pandemie ist es so, wenn ich jemandem zugestehe, dass er die Maske nicht tragen soll, dann kann es halt immer noch sein, dass er dann, weil er so ein Idiot ist, andere Leute ansteckt im Bus oder sowas. Okay. Das ist ganz schön schwierig. Weißt du was? Wir leben in einer gesellschaftlichen und also Zeit, historisch gesehen, leben wir in einer verdammt schwierigen Zeit gerade. Also das ist, ja, das stimmt. Weil das ist die Spannung, ne? Ja. Wie viel Freiraum lässt du einem Menschen? Genau. Und wo sagst du, Entschuldigung, du hältst dich jetzt an die Regeln, ja, du Arschloch. So, das ist. Ja, und als Einwand würde ich bringen, aber ein Gemälde oder ein Song oder ein Film oder irgendwas kann dir keine Pandemie übertragen, kann dir keinen, genau, Covid-19 geben. Also es, ja, ist noch ein Unterschied, ob jemand sich an bestimmte Regeln nicht hält und sagt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, dass das falsch ist, oder so, dass ich das falsch finde, und dann sage ich, ja, das darfst du sagen, aber trag deine Maske. So, darauf haben wir uns geeinigt, das ist sozusagen festgelegt worden, um auf die Pandemie zu reagieren. So, aber das Bild, was der malt, kann ja keinen anstecken. Also ne, nur weil der ein Maskenleugner und Pandemieleugner ist, heißt es ja nicht, dass er nicht großartige Kunst machen kann. Also, das stimmt. Aber es könnte sein, man könnte sagen, ja, aber die Rechte dieses Kindes, das da gemalt worden ist, von diesem pädophilen Künstler, ja, die sind davon betroffen, ja, und die müssen wir schützen. Auch, okay, wenn das Kind mittlerweile 84 Jahre alt, ja, ist, weil der das 1920 gemalt hat. Ja. Oder, ja, so. Also, ne? Aber trotzdem, ja. Ja, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich tatsächlich. Ich hatte tatsächlich jetzt noch den Gedanken, und ich weiß, du wirst mich wahrscheinlich dafür steinigen, weil dieser Podcast ja nicht so christlich sein soll. Ja gut, aber wir haben die Christen ja schon ins Boot geholt, als wir vom säkularen Pietismus, ja, das stimmt, geredet haben. Also, ich dachte nur während dieser ganzen Debatte, die wir führen, an das Buch der Bücher, an die Bibel. Weil die Bibel ist nun mal ein Buch, was den Leuten, also eine Geschichten zumutet, die man aus der späteren Perspektive, die das Buch entwickelt, ne, eigentlich nur verurteilen kann, und so ist es ja auch, ne? Deswegen sagen ja die Leute, ja, Jesus ist ja super, aber der Gott des Alten Testamentes, das ist ja wohl mal echt scheiße. Die ganzen Kriege und der Genozid, was soll denn das alles? So. Ja, ja. Aber man kann den Satz ja gut verstehen, aber dieses Buch mutet den Menschen, und das finde ich jetzt zum Thema Mündigkeit eben tatsächlich, möchte ich meine Lanze für die Bibel brechen, weil die nämlich diesen ganzen Political Correctness-Scheiß nicht mitmacht, sondern sie beschreibt, wie Menschen, weil sie glaubten, dass Gott es ihnen gesagt hat, und es wird auch nicht kritisiert, sondern also die Geschichte tut so, als ob Gott es ihnen sagt, Völker ausrotten,
Im Namen der Liebe quasi. So. Mhm. Und das ist ja auch Kunst. Das ist auch Geschichten erzählen. Das ist so. Und damit musst du dich auseinandersetzen. Du musst dich mit dieser Entwicklung, die dir dort dann aber auch beschrieben wird, also nicht an dieser Stelle wird das kritisiert, weil die Leute, die das aufgeschrieben haben, haben das auch nicht kritisch gesehen, sondern die haben gesagt, ja, Gott hat uns gesagt, wir sollen das Volk ausrotten, also machen wir das. Aber an anderer Stelle wird dann Kritik geäußert. Und dieses ganze Buch redet ja mit sich und mit dem Leser und traut ihm die Mündigkeit zu, sich durch diesen Sumpf, den man Leben nennen könnte, durch das, durch den Dschungel durchzuschlagen und es irgendwie auch richtig verstehen zu können. Also, verstehst du? Ja. So. Ja. Also nicht. Nee, das finde ich einen sehr guten Hinweis von dir. Ja. Also nicht alles. Absolut. Also nicht alles ausdifferenzieren, immer, sondern zu vertrauen, hier, wir haben hier 3000 Seiten und da gibt's eine Geschichte, die erzählt wird. Und die Geschichte wird deutlich. Und die Geschichte macht auch deutlich, dass manche Dinge, die hier klingen, als seien sie fantastisch, gar nicht so fantastisch sind. Aber das setzt Mündigkeit voraus. Das setzt voraus, dass man dem Menschen zutraut, dass er sich mit sowas beschäftigt. Und jede Menge Arsch in der Hose, denn da werden ja einfach mal Dinge offen gelassen. Also da werden da wird nicht alles schön, fein, säuberlich zugebunden, so bei vielen Geschichten der Bibel, sondern das steht da im Raum und du denkst, das kann nicht dein verdammter Ernst sein jetzt hier, bist du blöd oder was? Also und das wird dem Leser, der Leserin zugemutet. Ja, das ist, und diese radikale Offenheit, die vermisse ich manchmal. Ja. In den letzten Diskussionen, die vermisse ich manchmal. Diesen Mut zu sagen, es dürfte ja wohl jetzt allen klar sein, was scheiße ist, aber wir warten noch mal ein bisschen, vielleicht hat es der Letzte noch nicht begriffen. Gucken wir uns das Ganze gerade noch mal ein bisschen länger an. Es wird irgendwie so vorschnell gehandelt, so vorschnell vorgeschrieben. Ja. Das darfst du nicht, das ist hier nicht erlaubt, diese Autorin darf hier nicht lesen, diese Bilder werden jetzt abgehangen, diese Straßen werden umbenannt, diese Denkmäler werden abgebaut, das geht hier alles nicht. Das ist für jemanden, der ich bezeichne mich als liberal, also im Sinne des Wortes, als freiheitlich offen. Sozusagen. Das ist mein Ideal. Liberal zu sein, ist mein Ideal. Ja. Ich bin ein überzeugter, liberaler, gläubiger Mensch. Ne? Ja. Und das ist total illiberal, was einem da stellenweise begegnet. Und das kotzt mich richtig an. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich auch nicht. Und diese Art von Liberalität, die man ausgerechnet in der Bibel erlebt, die würde ich gerne mal in der gesellschaftlichen Diskussion häufiger erleben. Ja. Ja, ich meine, das ist das Ding, keine Ahnung, ich entsinne mich noch als dann irgendwie, keine Ahnung, als ich ein junger, frommer Mensch war und ich und dann irgendwie irgendwelche Christen über Gewalt in Filmen wetterten. So. Aha. Und ich dachte nur, hast du einmal das Buch gelesen, von dem du behauptest, dass du daran, dass du es täglich liest? Ja, also so, genau. So, dann dachte ich irgendwie, da passt doch was gerade nicht zusammen. Also ich verstehe das, dass man aus einer anderen, von mir aus, dass man aus der neutestamentlichen Perspektive sagt, liebet eure Feinde und deswegen darf man keine Gewalt darstellen. Ja, verstehe ich so. Mhm. Und trotzdem passt das einfach nicht zu dem Buch, dass du hochhältst, sozusagen. Ja. Dieses Buch mutet uns zu, dass dort Brutalinski-Geschichten erzählt werden. Also da, weiß nicht, also ich habe den Koran nicht gelesen, aber mein Gefühl ist, da kann sich der Koran hinten anstellen. So. und damit will ich ja nicht sagen, das ist okay. Also das Werturteil zu sagen, der Gott, also jetzt sind wir wieder im Theologischen, aber also es ist falsch,
Kriege zu führen, meinetwegen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein richtiges Urteil. Das stimmt. So. Und trotzdem, also ist zumindest auf künstlerischer Ebene, setzt sich die Bibel eben mit all diesen niederen und also mit dem ganzen Menschsein auseinander. Sei es geil oder sei es furchtbar. Also all das wird abgebildet. Und ja. Wenn man ein Grundgesetz schreibt, sollte man sich nicht an den Schlachten des Alten Testamentes orientieren. Ist schon richtig. Sondern lieber an der Bergpredigt. Ja, bin ich völlig dabei. Und trotzdem ist diese Abbildung des menschlichen Daseins mit all ihren Abgründen und ganz furchtbaren Dingen ja eben das, was Künstler machen. Ja, es geht ja erstmal gar nicht ums Beurteilen. Es geht ums zur Kenntnis nehmen. Und darum geht es auch in der Kunst. Die Kunst hat nicht die Aufgabe, die Dinge zu beurteilen. Ja. Die Kunst hat die Aufgabe, die Dinge zur Kenntnis zu nehmen, sie sichtbar zu machen. Ja, ja, richtig. Das ist was völlig anderes. Das stimmt. Etwas beurteilen, das kann dann die Moralphilosophie oder meinetwegen die Religion oder so. Die Religion muss dann jetzt zum Beispiel auch zusehen, dass sie mit der Bibel klarkommt. Genau. Und wie die Geschichte zeigt, hat sie damit seit jeher Probleme, mit der Bibel irgendwie klarzukommen. Aber das ist ja nicht das Problem der Bibel. Ja. Die Bibel nimmt erstmal wahr, die zeigt, was halt so läuft. Und natürlich nimmt sie da ganz viele verschiedene Perspektiven ein, denn es gibt wahnsinnig viele Autoren, diesmal tatsächlich, glaube ich, vor allem Männer. Also ich hätte jetzt fast gesagt Autoren und Autorinnen, aber dieses zwanghafte PC-mäßige, das kann man sich bei der Bibel erschenken. Ja, wobei es ist die Frage, ob das Buch Ruth zum Beispiel nicht von einer Frau geschrieben worden ist. Die Frage stellt sich die Forschung tatsächlich so. Okay, klar. Aber dann wahrscheinlich unter Synonym. Okay. Als Boas. Als Boas oder so. Genau, aber viele Perspektiven, viele Sichtweisen, ganz unterschiedliche Einstellungen. Ja, König David war der Geist, nein, er war ein Arschloch und so weiter und so fort. Hätten wir bloß noch keinen König, Gott sei Dank haben wir endlich einen. Und so ganz viele sich widerstreitende Stimmen. Aber damit kommt diese Bibliothek an grandiosen, schrecklichen Büchern eben einfach klar. Ne? Das zu beurteilen, das irgendwie einzuordnen, das ist das Problem der Religion. Damit hat die Bibel kein Problem. Die sagt sich, das ist nicht meine Baustelle. Ja. Und genauso kann die Kunst, muss die Kunst eigentlich auch sagen, hallo, wenn ihr hier von mir irgendwelche moralischen Urteile haben wollt, dann geht in die Kirche, das ist nicht mein Metier. Hm. Oder geht irgendwo hin. Also geht zu den Marxisten, die wissen alles besser. Ich nicht, ich bin nur Künstler. Ja, ja. Ich meine, gut, es mag ja Künstler geben, die mit ihrer Kunst moralische Urteile fällen wollen. Ist ja. Okay, dürfen sie auch. Dürfen sie genauso. Ja, aber es muss genauso möglich sein, dass ein Künstler, wie du es gesagt hast, darstellt und sagt, was du darüber denkst, ist deine Sache. Das ist die Hauptaufgabe der Kunst. Würde ich ehrlich gesagt auch sagen, ja. Selbst wenn du so ein Realist bist aus dem 19. Jahrhundert, der das Elend der Arbeiterklasse beschreibt oder so. Ich glaube, Emile Zola in Frankreich oder Gerd Hauptmann in Deutschland. Und die hatten eine Message. Und das ist auch okay. Die dürfen ja auch eine Message haben. Oder Ai Weiwei aus China hat auch eine Message. Ja. Ganz klar. Der kämpft gegen das autoritäre Regime in Peking und der betont die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen gegenüber einer totalitären Gesellschaft, die alle gleich machen will. Der hat eine Message, okay, darf er machen, aber er ist, verdammt nochmal, er ist Künstler. Der ist kein Priester oder sowas. Er ist auch kein Prophet. Er macht einfach seine Kunst und mit dieser Kunst kann man sich auseinandersetzen. Und das ist die einzige Verantwortung, die er als Künstler hat. Ja. Ja. Und da kann er Recht haben und er kann auch daneben liegen. Das ist scheißegal, das kann beides der Fall sein. Das wäre genau auch mein Punkt. Die Kunst muss sich irren dürfen. So wie sich jeder Mensch irren dürfen muss. Ja, natürlich. So, genau. Also, und das heißt, also, und wir machen das ja keine Ahnung, wenn ein Bäcker
ein Rassist ist, heißt das ja nicht, dass er schlechte Brötchen macht. So. Unter Umständen frage ich mich, ob ich ihn boykottieren soll, um ein Zeichen zu setzen, dass ich, weil bekannt wurde, dass er ein Rassist ist, dass ich das nicht unterstütze. So. Darüber kann man. Das stimmt. Ich boykottiere Müller und Weihen Stefan. Müller Milchreis boykottiere ich. Ja. Das ist ein AfD-Unterstützer. Und Wein Stefan, das ist, glaube ich, auch irgendwie ein rechter Typ und der kauft die Milch in Lettland ein, glaube ich. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt Produkte, die ich boykottiere, das stimmt. Und die Milch, Nestlé boykottiere ich. Und die Milch wird von angeketteten Frauen abgezapft. Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwie so ein paar 70er Jahre Exploited-Filme gesehen. Da tauchen Bilder auf, die muss nicht jeder verstehen können. So, Entschuldigung. Aber das wäre ja sowas, wo du sagst, irgendwie, keine Ahnung, aufgrund einer politischen Einstellung von jemandem oder weil ich weiß, dass er ein Rassist ist, boykottiere ich ihn. So. Also genau, ich kann das ja auch als einzelner Mensch, kann ich das ja auch machen. Ich kann zum Beispiel sagen, Ernst Jünger finde ich scheiße, lese ich nicht. Ne? Weil der war mir einfach zu dicht am Regime. Oder keine Ahnung, welche Künstler, sorry. Hier, wie hieß noch der Hauptmann von Köpenick, der Darsteller, der Heinz Rühmann Filme finde ich scheiße. Das war eigentlich nur Bespaßung durch die, ist ja auch egal, aber das ist meine Entscheidung. Ich könnte niemals behaupten, du darfst keinen Heinz-Rühmann-Film angucken. Ganz genau, das ist der Punkt. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt sind wir, finde ich, am Punkt dran. Ich finde es völlig legitim, wenn jemand für sich sagt, ich will den Bäcker nicht unterstützen, obwohl er die besten Brötchen der ganzen Welt backt, weil der das und das unterstützt. So. Das boykottiere ich. Ja. Aber wenn derjenige das von jemandem anderen verlangt, dass er das auch macht, dann wird es übergriffig. Genau. Dann wird es einfach übergriffig, weil die verdammten Brötchen haben nichts mit dessen politischer Einstellung zu tun. Da steht nicht drauf, tötet kleine Kinder. Wenn es da drauf stünde, okay, dann vielleicht sagt man, nee, so Brötchen will ich nicht kaufen. Und die sollte man nicht kaufen. Aber es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, verdammt nochmal. Ja. Und ich finde, das ist der Punkt. Das, also dieses, jeder darf für sich das Recht haben einen Künstler zu verabscheuen, weil er Dinge getan hat, die er verabscheuungswürdig findet. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Dieses Recht darf jeder haben. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn du das auf deinen Nebenmann, auf deine Nebenfrau einfach drauf projizierst und sagst, du musst das jetzt genauso sehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee. Das geht nicht. Also zumindest, wenn die Kunst nichts mit dem Thema zu tun hat, was du verabscheuungswürdig findest. Das ist meine Meinung. Tja, siehst du, jetzt haben wir mal einen Punkt gemacht. es bleibt kompliziert. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir geben zu, es ist eine komplexe Geschichte, ne? Ja, ist es. Ist es echt. Also, ja, es ist eine komplexe Geschichte. Ja. Ich weiß nur irgendwie, mein Gott, Kevin Spacey hat verdammt gute Filme gedreht. Ey, total. Also, ich habe doch der John Doe in 7. Ja. Boah, alter Schwede. Das ist einfach verdammt gut. Das ist einfach wirklich saugut. Ja, in mancher Hinsicht, also bei manchen Rollen war er der Beste. Ja, definitiv. Eindeutig. Ja, und das muss man doch auch würdigen können, ohne gleich zu hören, ja, aber der hat doch auch das und das gemacht. Ja, mag sein, dass er auch das und das gemacht hat, stimmt. Und trotzdem hat er diese Rolle wahnsinnig gut verkörpert. Und der Film 7 oder keine Ahnung, irgendein Klaus Kinski-Film ist ein Meisterwerk, auch weil derjenige darin so spielt, wie er spielt. Punkt. Ja. Also, ja. Genau. Als letztes noch, ich liebe ja South Park. Ne? Ah, ja. Und was ich bei den
bei denen wirklich liebe und was mich manchmal auch verstört, ist, die setzen sich wirklich über jede Form von PC hinweg. Über jede Form. Die treten jedem in die Eier, ob rechts oder links oder Popkultur oder Zeitgeist oder Religion, die machen ihr satirisches Ding und sagen, ist uns doch scheißegal, ob ihr das verurteilt oder nicht, wir machen das. Und auf ihre Weise, das ist so ein Punk-Projekt, würde ich sagen. Also es ist ähnlich wie Punk, ne? Nur halt im kabarettistischen, komödiantischen Sinne. Aber weiß ich, ähnlich wie damals, weißt du, als dieser Anschlag auf diese Pariser Charlie Hebdo. Genau. Charlie Hebdo war. Wo, also ich auch sage, also jemand, der denkt, er hätte das Recht, jemanden umzubringen oder zu verurteilen, weil er etwas veröffentlicht, was ihm nicht passt. Das geht einfach nicht. Ja, Macron hat neulich nochmal das Recht auf Blasphemie verteidigt. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, du hast absolut recht. Ja. Ich finde auch. Es gibt ein Recht auf Blasphemie. Definitiv. Es gibt ein Recht auf Blasphemie. Klar kann man den Künstler fragen, ja, versetz dich doch mal in den Gläubigen rein und so. Aber das ist dann die Entscheidung des Künstlers. Wenn der sagt, nee, also jetzt meinetwegen South Park, ne, die an der Stelle wirklich also schmerzfrei, echt absolut schmerzfrei sind. Ja, die werden eigentlich, wenn sie gut sind, werden die sagen, ja, habe ich gemacht. Genau. Ich habe mich in die Rolle reinversetzt und deshalb mache ich es jetzt auch. Ja, genau. Und dann kannst du nur noch sagen, okay, go for it. Genau. Dann ist das halt so. Genau. So. Das wäre das Optimale. Du versetzt dich rein und wägst ab und sagst, nee, ich finde, das muss gemacht werden. Ja. So. Das kann sogar dem Künstler wehtun. Ja. Es gibt Momente, wir beiden kennen die auch, also in unserem anderen Projekt, wir sagen manchmal Dinge, wir tun manchmal Dinge, wo wir ganz genau wissen, okay, dass wir kennen Leute, von denen können wir unbedingt ungefähr nachvollziehen, wie die sich jetzt fühlen. Da steckt es nicht drin, das muss jetzt halt leider sein. Genau. Ja. Fühlt sich auch gar nicht immer gut an, unbedingt, finde ich. Nee. Manchmal fühlt es sich auch scheiße an, aber es ist dann eben sozusagen in künstlerischer Hinsicht, es ist eben wichtig. Genau. Weil die Geschichte ausgegraben werden muss, sozusagen. Genau. Weil es freigelegt werden muss und auf ein Podest gestellt werden muss, sodass das jemand sieht. Genau. Mag sein, dass so und so viele Leute damit nichts anfangen können, dass so und so viele Leute das ganz schrecklich und verurteilenswürdig finden. Und ich wollte jetzt gerade sagen, aber es wird den einen oder anderen geben, den es anspricht, aber selbst das ist egal. Selbst das ist unter Umständen selbst egal. Selbst das ist egal, weil... Weil, da komme ich nochmal auf das zurück, was ich gesagt habe, das Werk an sich hat auch ein Daseinsrecht. Genau. Das ist jetzt eben einfach für das Werk wichtig, dass es jetzt gemacht wird. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ja, und genau, und auch das ist, muss man sich, also auch das ist nicht grenzenlos. Auch da gibt es Grenzen. Mag sein. Ja, nee, gibt es, würde ich auch sagen, gibt es Grenzen. Ja, es gibt Grenzen. Ja. Und trotzdem stimmt das auch. Also die das ist irgendwie wie so eine Wippe, die kann man nicht auflösen. Also sondern die muss in der Spannung irgendwie hängen und mal geht sie runter auf die eine Seite und dann ist wichtig, dass die andere Seite wieder hochgeht, also runtergeht so. Also im Grunde muss die Wippe in der Spannung bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Jawohl. Das war Cobains Erben. Wir melden uns in einem Monat wieder. In einem Monat, immer am ersten Donnerstag des Monats melden wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut. Jawohl. Tschüss, Sikorski. Wir haben immer noch kein Abschiedsritual, aber vielleicht brauchen wir das auch nicht. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension
bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.